Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch mal ein sehr spezielles Thema angehen, und zwar die Sicherheit auf Reisen. Vielleicht erstmal vorweg. Normalerweise stehen auf meinem Kanal ja große Reisedokumentarfilme im Fokus. Aber es gibt auch sehr viele Randthemen, was das Reisen betrifft. Wenn ihr also auf Reisen Bock habt, seid ihr hier genau richtig und abonniert gerne meinen Kanal. Vergesst auch nicht, diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder einen neuen Reisedokumentarfilm oder wie in diesem Fall Tipps auf meinen Kanal hochlade. Sicherheit auf Reisen ist ja generell ein spannendes Thema und vor allem ist es auch sehr umfänglich. Vielleicht denkt ihr jetzt, will er uns jetzt etwas über Wertsachen und Diebstahl erzählen? Natürlich gehören diese beiden Aspekte im Besonderen dazu, völlig klar. Aber es gibt auch solche Sachen wie, wie bewege ich mich sicher im Verkehr? Welche Aspekte greifen bei Mietwagen? Wie schaut es mit der Gesundheit aus? Wie beeinflusst mein eigenes Verhalten die Sicherheit auf einer Reise? Und wie kann man sich vor Betrug bzw. Scamming schützen? Und auch in manchen Ländern muss man sogar beim Fotografieren und Filmen etwas aufpassen. Ganz wichtig ist es mir hier auch darauf hinzuweisen, dass es sich in diesem Video um meine subjektiven Eindrücke und Herangehensweisen handelt, die ihr bitte nur als Tipps versteht. Mit diesem Video hier möchte ich euch also einmal einen Überblick an die Hand geben. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die jeweils aktuellen Informationen auf der Webseite des Auswärtigen Amtes zu lesen. Dort findet ihr für alle Länder belastbare Informationen, die man vor jeder Reise einmal gelesen haben sollte. Im Übrigen mache ich auch gerne vor Ort mal so eine Art Quercheck. Sagen wir zur Halbzeit einer Reise im Ausland gehe ich eben gerne nochmal auf die Webseite vom Auswärtigen Amt und lese mir die Informationen dann nochmal durch. Nicht selten wird man feststellen, ja, hat schon irgendwo alles seine Relevanz, aber alle dortigen Informationen sind auch stets unter dem Gesichtspunkt des Worst-Case-Szenarios zu verstehen. Die genannten Informationen können eintreffen, müssen es aber nicht. Und damit kommen wir gleich mal zum ersten und ich meine fast wichtigsten Punkt, das eigene Verhalten. Ich glaube, gerade das ist durchaus maßgeblich für die eigene Sicherheit auf einer Reise. Ich sage mal, wer in einem ärmeren Land mit einer hochwertigen Kamera zu späterer Stunde durch ein Armenviertel läuft und wenn dann etwas passiert ist, dann ist man wahrscheinlich selber schuld. Obgleich, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wo man ist. Denn in Asien startet das Leben draußen auf der Straße nach Sonnenuntergang erst so richtig durch. Die Temperaturen fallen, die Nachtmärkte öffnen. Hingegen wäre ich in den Städten, zum Beispiel im südlichen Afrika, Mittel- oder Lateinamerika, schon deutlich vorsichtiger. Unsere Kleidung, auch unsere Hautfarbe entlarven uns als Besucher aus der Ferne. Ja, sogar unsere Art zu laufen hebt uns von der einheimischen Bevölkerung ab. Touristen erkennt man auch leicht an ihren, ich sag mal, Tappelschritten. Mal hier stehen bleiben, unvermittelt umherschauen, dann wieder ein Stück weitergehen. Das fällt schon auf. Wer hingegen Sternschrittes von A nach B läuft, ist schon eher als Einheimischer zu erkennen. Was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, sich in ärmeren Ländern nicht unbedingt pompös zu kleiden und eigenen Luxus zur Schau zu stellen. Für Südafrika erinnere ich mich, sogar mir schon meine in die Jahre gekommenen Schuhe getragen zu haben. Und selbst dann wurde ich gefragt, ob ich diese nicht abgeben könne. Ein gutes Stichwort in diesem Zusammenhang ist das viel zitierte Bauchgefühl. Es begleitet uns wie ein siebter Sinn. Wenn einem irgendwie unwohl ist, sollte man vielleicht doch eher vorsichtig sein. Ich erinnere mich da an eine Ecke in Namibias Hauptstadt Windhoek. Es waren nur 800 Meter zu Fuß bis zum nächsten Ziel. Sicherheitshalber hatte ich mich aber dann doch dazu entschieden, für das kurze Stück das Auto zu nehmen. Ob der 800 Meter? Vielleicht doch eine gute Wahl. Einige Monate später habe ich von Zuschauern erfahren, dass sie in eine unangenehme Begegnung geraten sind. Das tut mir an der Stelle auch sehr leid. Wenn ich in Ländern unterwegs bin, bei denen das Auswärtige Amt auf eine höhere Kriminalitätsrate hinweist, lege ich zudem einen gewissen, ich sag mal, Scannerblick zutage. Ich beobachte meine Umgebung viel aufmerksamer als in vermeintlich sicheren Ländern. Obgleich, auch hierzulande kann man natürlich auch auf Taschendiebe stoßen. Aber das Bewegen in der Öffentlichkeit in manchen Ländern ist doch stellenweise etwas anders geartet. Vielleicht an dieser Stelle mal ein paar allgemeine Tipps. Wenn ich zu Fuß irgendwo unterwegs bin, beobachte ich die anderen Passanten genau. Wie verhalten sie sich? Tragen sie große Kameras offen um den Hals? Hantieren sie mit ihrem hochwertigen Smartphone umher? In Südamerika und auch Südafrika ist mir an vielen Stellen aufgefallen, dass Kameras aus dem Rucksack herausgeholt, nach dem Foto aber gleich wieder zurückgepackt werden.
In Südkorea war das dagegen völlig anders. Da kam ich mir mit meiner Minikamera vergleichsweise schon ziemlich minder bemittelt vor. In Hongkong fiel mir in einer Parkanlage auch eine Gruppe von Leuten auf, die mit ihren hochwertigen Kameras und großen Objektiven Schmetterlinge fotografiert haben. Speziell in Buenos Aires in Argentinien ist mir aufgefallen, dass viele Passanten ihre Rucksäcke vermehrt auf dem Bauch getragen haben. Zusätzlich haben sie ihn mit einer weiteren Hand nochmals gesichert. Ein ganz anderes Bild dagegen in Patagonien, auch in dem Fall in Argentinien. In El Calafate sagte mir die Dame an der Hotelrezeption, hier würde so gut wie nie etwas passieren und man müsse das Auto nicht mal abschließen. Es kommt also sehr darauf an, wo ihr eben entsprechend euch aufhaltet. In Bangkok wurde ich angesprochen, gerade gestern sei ein Taschendiebstahl an einer nahen Straßenecke aufgetreten. Vorsorglich bin ich dann einen anderen Weg gegangen. Zusammenfassend kann man auch hier sagen, am besten ist es, sich immer der Situation und der Umgebung etwas anzupassen. Und wie kann man sich sonst noch so schützen? Naja, mit den Klassikern eben. Wertsachen verbleiben vielleicht besser auf dem Hotelzimmer oder im Hotelsafe. Es kann auch gut sein, wichtige Dokumente nur in Form von Kopien dabei zu haben. Auch ein guter Tipp ist es, vor der Reise sämtliche wichtigen Dokumente auf ein Online-Laufwerk zu legen, sodass man über das Internet jederzeit das Abbild davon abrufen kann. Vor der Reise solltet ihr euch auch eine Liste mit Sperrnummern zusammenstellen, damit ihr den Zugang zu euren Karten beschränken könnt. Und dann erinnere ich mich da noch an einen Tipp aus einem Internetforum. Da meinte mal jemand, leg einen Zettel mit drei falschen PIN-Nummern nahe der Geldkarte ab. Ein Dieb wird alle drei Nummern möglicherweise durchprobieren, um dann letztendlich doch ausgesperrt zu werden. Ihr könnt natürlich auch den Gruppeneffekt nutzen. Also sich an andere Leute dranhängen. Ich erinnere mich da an meinen Drohnenflug am Strand von Lima in Peru. Dort traf ich auf einen netten Tourist aus den USA, der auch gerade dabei war, seine Drohne fliegen zu wollen. Ich hatte ihn nett gefragt, ob ich mich ebenfalls ihm anschließen kann. Und in der Tat wurden wir plötzlich von zwei Leuten aus dem Auto nach Geld angequatscht. Im Endeffekt war mir an der Seite des US-Amerikaners dann doch schon deutlich wohler, als wäre ich da im Gegensatz dann alleine zugange gewesen. Kommen wir mal zum lieben Geld. Da sollte man in manchen Ländern auch darauf aufpassen, dass man nicht zu viele Reibungsverluste erleidet. Für die westlicheren Länder mache ich mir da mal weniger Gedanken, da man dort ohnehin fast alles mit Kreditkarte bezahlen kann. Es gibt aber auch viele Länder, in denen ja noch viel mit Bargeld hantiert wird. Zunächst am Geldautomaten gern mal die Blicke schweifen lassen, ob man auch sicher allein sein Geld abholen kann. Bevorzugt auch Automaten, die sich in einem Gebäude und nicht direkt an der Straße befinden. Im südlichen Afrika und teilweise auch in Lateinamerika werden Geldautomaten manchmal auch durch entsprechendes Sicherheitspersonal bewacht. Dann wackle ich auch immer gern nochmal vorsichtig am Kartenleseterminal oder der Eingabetastatur, nicht, dass da irgendjemand einen Aufsatz zum Abfangen meiner PIN oder Kartendaten installiert hat. Natürlich deckt man auch mit einer Hand die Zifferntastatur ab, zum Schutz vor eventuellen Kameras. Dann empfehle ich auch, verteilt das Geld. Einen kleineren Betrag zum schnellen Herausgeben bewahrt ihr im normalen Portemonnaie am Hintern auf. Und dann habe ich noch mindestens ein weiteres, zweites Portemonnaie als Innentasche, in dem ein weiterer Betrag postiert ist. Solche verdeckten Geldbörsen findet man bei einschlägigen Händlern im Internet. Mancher näht sich dazu auch etwas Stoff in die vorhandene Kleidung, um daraus eine versteckte Innentasche selbst zu gestalten. Es gibt sogar spezielle Geldgürtel, innerhalb derer man eben Geld noch weiter verstecken kann. Kreativität kann vielfältig sein. Und warum das Ganze? Naja, das Geld im normalen Portemonnaie gibt ihr im Fall der Fälle komplett heraus, solltet ihr in eine entsprechende Situation geraten. In Indien erinnere ich mich auch an sehr aggressive Bettler. Weil die mir durchaus penetrant daherkam, war ich auch ehrlich gesagt dann gar nicht mehr so gewillt, überhaupt eine Kleinigkeit herauszugeben. Erst als ich ihnen mein auf leer präpariertes Portemonnaie gezeigt hatte, waren sie endlich abgezogen. Für die Mietwagenfahrer unter euch, lasst keine Wertsachen offen im Auto liegen. Was auch sinnvoll sein kann, sogar die Hutablage vom Kofferraum mit abzunehmen, damit man sehen kann, dass nichts darin von Wert herumliegt. Wenn ihr das Auto an krassen Ecken abstellen müsst, bevorzugt bewachte Parkplätze. Und auch wenn ihr nur fix ins Restaurant um die Ecke geht, fragt doch einmal an der Hotelrezeption nach, ob die 500 Meter sicher zum Laufen sind oder ob die Fahrt mit dem Wagen vielleicht nicht doch besser ist.
Ich erinnere mich da an ein Hotel in Südafrika. You can walk, sagte die Dame am Tresen, obgleich das Anwesen selbst mit einem Elektrozaun über Nacht gesichert war. Das Auto kann einem ohnehin eine gewisse Blase der Sicherheit bieten. Also innerhalb des Wagens kann man während der Fahrt schon besser mit den eigenen Wertsachen hantieren, als wenn man das offen auf der Straße tun würde. Zwar weist das Auswärtige Amt speziell bei Südafrika auch darauf hin, dass an Kreuzungen vor roten Ampeln etwas passieren kann, aber etwas aus einem fahrenden Auto zu klauen ist halt nochmal was ganz anderes. Ohnehin macht es Sinn, vor roten Ampeln nicht gleich ganz dicht auf den Vordermann aufzufahren, sondern dazwischen immer etwas Platz zu lassen. Sollten sich Leute beim Warten dem eigenen Fahrzeug nähern und ihr wollt oder könnt keinen Obolus bieten, habt ihr immer noch die Chance, den Wagen langsam vorziehen zu können. Das signalisiert dann auch, ich habe nichts zum Abgeben oder kein Interesse. In Peru erinnere ich mich an eine WhatsApp-Nachricht von meinem Hotelier, der fragte, ob ich mit dem Bus anreisen würde. Er meinte, pass auf am Busbahnhof. Dort gibt es viele böse Jungs, die gutes Englisch sprechen und mit den Taxifahrern gemeinsame Sache machen. Sollen wir dich abholen? Sag Bescheid. Ich war dann doch froh, mit dem eigenen Wagen fahren zu können. Wenn wir doch beim Auto so gerade sind, kommen wir mal zum Verkehr als Gefahrenquelle. Wenn ihr als Fußgänger in Südostasien unterwegs seid, werdet ihr wohl auch auf nicht unbedingt funktionierende Fußgängerampeln stoßen, sofern es überhaupt welche gibt. Wer zum ersten Mal in Vietnam ist, wird wohl sehr lange Zeit an einer stark befahrenen Straße stehen und Angst haben, diese überhaupt zu queren. Auf eine Lücke wartet man möglicherweise lange Zeit vergebens. Allerdings wird man hier gern umflossen, ich nenne das mal Liquid Traffic. Man geht willens und vorsichtig voran und beobachtet dabei alle Verkehrsteilnehmer. Dabei machen die Verkehrsteilnehmer einen großen Bogen um einen, man wird eben umflossen. Das klappt nach ein paar Tagen übrigens auch zusehends besser, wenn man einen gewissen Takt im chaotischen System zu erkennen vermag. Was natürlich auch geht, ist, sich an andere Passanten dran zu hängen. Hingegen habe ich Fußgängerampeln in Hongkong förmlich als Gesetz empfunden. Taxifahrer schauen einen sehr böse an, wenn man bei Rot über die Straße geht. In Lateinamerika dann wieder eine ganz andere Mentalität. Ja, ich hatte das Gefühl, als würden die Verkehrsteilnehmer auf Fußgänger förmlich drauf zuhalten. Also Vorsicht! Speziell für Australien möchte ich davon abraten, in der Dämmerung oder Nacht Auto zu fahren. Das gewöhnliche Fernlicht eines PKWs reicht bei weitem nicht, um bei möglichem Wildwechsel noch rechtzeitig reagieren zu können. Sobald es dunkel wird, am besten rechtzeitig Hotel suchen oder notfalls auf einem Parkplatz im Auto übernachten. Denkt daran, dass bei Unfällen im Outback stundenlang auch mal kein Fahrzeug daherkommen kann und ihr mit einem verunfallten Auto erstmal alleine dasteht. Auf Netzabdeckung fürs Telefon würde ich mich nicht vollends verlassen. Was mir auch immer wichtig ist, versichert euer Mietfahrzeug immer mit dem besten Versicherungsschutz. Achtung, in Namibia kann dieser auch vollständig entfallen, wenn man euch nachweisen kann, dass ihr zu schnell unterwegs wart. Mein Offroad-Fahrzeug in Namibia war mit einer Blackbox ausgestattet. Auf Schotter darf man nie schneller als 80 km/h fahren wegen der möglichen Überrollgefahr. Registriert die Blackbox nun einen Unfall, ist der Versicherungsschutz möglicherweise dahin. Bei der Verleihstation war ein verunfalltes Auto ausgestellt. Zettel informierten zudem über Unfälle der vergangenen Zeit. Bei einem erinnere ich mich daran, ja, dass das Fahrzeug Schrott war und der Tod eines Beifahrers zu beklagen war. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause, habt euren Mitreisenden verloren und müsst noch zigtausende Dollar für das Auto bezahlen. Machen wir mal auch einen Schwenk nach Nordamerika. In den USA müsst ihr euch auf jeden Fall an die Geschwindigkeit im Verkehr halten. Nutzt auf den Highways am besten den Tempomat, den viele Mietwagen haben. Ein ganzes Netzwerk offizieller Stellen überwacht die Straßen. Es gibt die Sheriffs, die Police, mancherorts auch noch die State Police und vielleicht noch die Highway Patrol. Gern steht man auch mit einer Laserpistole am Straßenrand. Im Worst Case landet man hinter Gitter. Speziell für Asien möchte ich noch auf das Thema Scamming eingehen, also Betrugsversuche. In Bangkok fängt das schon bei manchen Tuk-Tuk-Fahrern an. Ohnehin, wenn ich ein Tuk-Tuk besteige, verfolge ich auch immer gerne auf meiner Navi-App, wo der Kollege so lang fährt. Mein erster Tuk-Tuk-Fahrer hat zum Beispiel zwei ungeplante Zwischenstopps bei hochpreisigen Bekleidungsläden eingelegt und mit der Maßgabe, ich solle doch bestimmt mal etwas kaufen. Nein, fahr weiter. Ohnehin wird man von Tuk-Tuk-Fahrern mancherorts angesprochen, ob man ihre Dienste nicht doch benötigen würde, je nach Land mehr oder weniger penetrant.
Ich will eigentlich nicht unfreundlich sein, aber bei der Masse, wie man manchmal angesprochen wird, hilft da nur der gen 45 Grad zum Boden geneigte Eisenblick und das pure Ignorieren. In Neu-Delhi in Indien erinnere ich mich noch an einen Passanten, der mich auf dem Weg zur Freitagsmoschee nach links schicken wollte, obwohl das Navi nachweislich sagte, ich müsse nach rechts gehen. Speziell in Indien gibt es viele solcher Maschen. Auch toll ist, hey, ich habe dich vor deinem Hotel gesehen, mein Bruder arbeitet da, soll ich dich nach XYZ fahren? Ich kenne da ein gutes Touristenbüro. Diese Touristenbüros sind fast alle inoffiziell und bieten meist überteuerte Angebote. Auch nett ist, dass einem abstruse Taxifahrer sagen, das Hotel, das gebuchte sei abgebrannt. Und man kenne natürlich eine bessere Bleibe. In Malaysia hat mich mal jemand auf der Straße angequatscht, ich solle ihm irgendwelche Handschnitzereien abkaufen. Wenn ich ohnehin, ja, so auf der Straße unvermittelt abgelenkt werde, checken meine Hände automatisch meine Hosentaschen und meinen, ja, Rucksack, ob da nicht vielleicht versucht, irgendjemand was zu entwenden. Das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Es gibt viele dieser Art. Meist ist das auch alles gar nicht so schlimm, aber ich will eure Sinne ja eigentlich nur ein klein wenig schärfen. Kommen wir mal zu medizinischen Aspekten. An der Stelle muss ich auch ganz deutlich sagen, ich bin weder Arzt noch Tropen- oder Reisemediziner. Ich habe also keinen beratenden Charakter. Zieht euch also bitte den Rat eines Fachmannes ein. Dennoch ist das ein Thema, was einen auch betreffen kann. Zum Beispiel in Indien, ja, dem Land sagt man nach, ein echtes Problem in Sachen Hygiene zu haben. Vor dem Essen oder Öffnen von Trinkwasserflaschen reinigt man sich also am besten schon mal die Hände. Besonders wenn man Geld angefasst hat. Desinfektionstücher für unterwegs sind also eine gute Sache. Gegen die Luftverschmutzung in größeren Städten hilft das Tragen eines Nase-Mundschutzes. Ihr möchtet nicht wissen, was ich in Neu-Delhi in Indien oder auch Jakarta in Indonesien abends aus meiner Nase herausgeholt habe. Leitungswasser ist in Indien zum Waschen noch in Ordnung, zum Zähneputzen oder gar Trinken nutzt bitte nur nachweislich original verschlossene Trinkwasserflaschen. Auch beim Essen ist Vorsicht geboten, man weiß ja nie, wie es in der Küche eines Restaurants so aussieht. Am besten ist alles, was über der Flamme gegart wird. Bei Straßenküchen hat man immerhin noch einmal einen besseren Einblick, wie die Speisen überhaupt zubereitet werden und man kann dann selbst entscheiden, ob man sich auf das Abenteuer Streetfood begibt oder nicht. Ich erinnere mich da gerade noch an Thailand, da waren mal so eine ganze Palette rohe Eier, die da so den ganzen Tag in der Sonne gestanden haben. Ob das so gut ist? Na gut. Falls es dann doch nicht geklappt hat, schlägt zumindest in Indien vielleicht sogar der Delhi Belly zu. Eine Magen-Darm-Verstimmung, die zu anhaltendem Durchfall führen kann. Auch wenn ich in diesem Punkt so ein bisschen aus Erfahrung spreche, so sehe ich speziell für besonders westliche Länder da weniger Probleme. Vielleicht sollte man im US-Bundesstaat Florida sich doch besser keine Eiswürfel in Getränke machen lassen, denn das Leitungswasser ist dort teilweise stark gechlort. Für Afrika und besonders viele andere tropische Gebiete kann auch das Thema einer Malaria-Prophylaxe sinnvoll sein. Der Erreger wird durch Mücken übertragen und daher ist zusätzlicher Mückenschutz zu beachten. Man trägt am besten lange, helle Kleidung und macht es den Plagegeistern damit schon mal etwas schwerer. Nur doof, dass man sich in Ländern bewegt, in denen es einfach verdammt warm ist. Bleiben Hautpartien frei, hier am besten Mückenschutzmittel auftragen. Besonders die Knöchelpartien sind perfekte Landeplätze für das fliegende Getier. Das Schutzmittel sollte einen zweistelligen Prozentanteil des Wirkstoffes DEET aufweisen. Fragt mal in eurer Apotheke nach. Wenn vorhanden, natürlich auch unter einem Mückennetz schlafen. Wer in ärmeren Ländern unterwegs ist, sollte vielleicht sogar ein eigenes mitnehmen. Wenn vorhanden, am besten auch die Klimaanlage über Nacht einschalten. Kälte mögen die fliegenden Sauger nicht so gern. Von medikamentöser Seite her solltet ihr entweder eine Malaria-Prophylaxe als Standby dabei haben oder als Therapie direkt einnehmen. Bitte sprecht das aber auf jeden Fall mit eurem Tropenmediziner ab. Es gibt aber auch saisonale Effekte. Im Krüger Nationalpark in Südafrika, der liegt im Randbereich des Malaria-Gebietes, war im September, also in der Trockenzeit, kein einziges Insekt anwesend. Die Südafrikaner sehen das manchmal ohnehin etwas lockerer im Sinne von, ja, gibt es, aber nicht bei uns. So zumindest der Tenor bei einem Abendessen in einer Lodge. Wenn man dann aber doch mal eine Malaria-Infektion oder eine andere, ja, Tropenkrankheit durch fliegende Blutsauger bekommt, kann das für Europäer zu einer wirklich bedrohlichen Lage werden.
Wenn ihr euch für den Punkt Gesundheit noch weiter interessiert, der hat noch weitere Aspekte, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Blick auf die Webseite vom Auswärtigen Amt. Dort findet ihr Tipps für die entsprechenden Länder. In einigen meiner Ländertipps auf meinem Kanal gehe ich auf das jeweilige Land, aber auch nochmal auf gewisse Punkte ein, die ich mir vor Ort so notiert hatte. Ach ja, und vergesst natürlich auch nicht, vor der Reise eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, das Fotografieren. Grundsätzlich sollte man respektvoll gegenüber den Einheimischen agieren. Dazu gehört zum Beispiel auch die Verbotszonen am Ayers Rock, dem Uluru, in Australien zu respektieren und gerade diese Teile des Heiligen Berges der Urbevölkerung nun eben nicht abzulichten. Beim Fotografieren von militärischen Einrichtungen kann man auch richtig Ärger bekommen. Gern auch bei Grenzquerungen im Allgemeinen. Ich habe ja zum Beispiel gern eine Kamera in der Windschutzscheibe, die meine Fahrt über die Landschaft in Form einer Timelapse filmt. Vor Grenzübertritten wird die Kamera natürlich abgebaut oder abgeschaltet. Als ich einmal von den USA nach Kanada fahren wollte, hatte ich es aber versehentlich vergessen. Der Grenzer fragte mich explizit, ob alles abgeschaltet sei. In Indien erinnere ich mich auch noch, man wird förmlich zurückgepfiffen, wenn man mit Stativ arbeiten will. Auch wenn in Indien alle möglichen Leute mit dem Handy Aufnahmen machen wollen, meist auch von einem Reisenden selber, ist wohl die Anwendung gerade des Stativs sicherlich nicht so sexy. In irgendeiner Stadt lud ein kleiner Hügel zum Fotografieren per Stativ ein und ein Wachmann machte mich mit lauten Pfeifen aus seiner Trillerpfeife darauf aufmerksam, dass ich doch davon bitte Abstand nehmen möge. Speziell die Drohnenflieger unter euch, natürlich fliegt ihr nirgends auf der Welt in der Nähe eines Flughafens. Und vor der Reise macht euch über die Regularien des Landes gewiss. Speziell im Bereich vieler arabischer Länder wurde schon so mancher Drohnenflieger der Spionage verdächtigt. Da bleibt der Flieger doch besser zu Hause, auch wenn einem dadurch so ja wohl spannende Ansichten abhanden kommen. Das waren in Kürze mal so ein paar Aspekte, die man beim Thema Sicherheit auf Reisen bedenken sollte. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Man sollte vielleicht auch nicht alles auf die Goldwaage legen, dennoch macht es durchaus Sinn, dass man sich der vielen Eckpunkte einmal bewusst wird. Man ist ja schließlich Gast in einem fremden Land, in einer fremden Kultur und auch in einer fremden Gesellschaft. Selbstredend mit dem Ziel, die schönste Zeit im Leben zu haben. Damit das auch alles so klappt, wollte ich euch dieses Video mit auf den Weg geben. Was bleibt ist die Frage, was sind denn eure Erfahrungen und Herangehensweisen an dieses Thema? Ziemlich sicher habe ich was vergessen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Vergesst auf jeden Fall bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke mit anzuklicken, damit ihr kein neues Video von mir verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.